Moin zusammen und willkommen zurück hier auf der Hofbergmann Reloaded. Und wir machen gleich da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar müssen wir einen Sack Nitram auf unsere Flüssigdingerproduktion hieven. Dann gucken wir mal, dass wir das. Ne? Fast. Ja, so, das hat schon mal geklappt. Jetzt muss der nur noch da einigermaßen sicher draufgestellt werden. Ja, da müssen wir mal, glaube ich, den Arm ein bisschen ausfahren. Baum, du störst hier. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann machen wir mal den gerade. So, dann gucken wir uns das mal an. Jo, das hat funktioniert. Und dann müssen wir mit dem hier einmal Wasser holen. Und parallel immer wieder der Blick auf unseren Drescher, damit der nicht voll wird. Und wir rechtzeitig eben zum Abtanken kommen. So, dann machen wir den einmal voll. Und dann müssen wir auch mal gucken. Upsa. Wie viel Wasser haben wir denn noch hier drin eigentlich? 24.000. Gut, also es ist noch einiges. Aber dann würde ich mal sagen, dass wir erstmal hier die Seemaschine kurz zum Hof zurückbringen. Und dann können wir, wenn wir Zeit haben, ja nochmal mit dem großen Wasserfass hochfahren und einfach einmal... Ach, hier steht der Anhänger, der ist auch noch gefüllt. Sowas aber auch. An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Stellen wir einfach jetzt mal in den Unterstand, da wo sie hingehört. Auffüllen tun wir sie erstmal nicht. So, Hund, einmal Kopf einziehen. So, aber der Zeppel ist schon wieder voll. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Ich will erstmal den hier noch. Ja, man sollte schon nach hinten gucken, wenn man rückwärts fährt. Hat, glaube ich, so seine Berechtigung. So, guck mal, da geht es doch wesentlich besser. So, abkuppeln und ja, wir fahren dir entgegen. Wobei ich eigentlich eher den mal leer machen sollte. Da müssen wir gleich mal runter zum Lager fahren. Ja, viel wird da nicht mehr reinpassen.
ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel da rein passt. Ich denke mal 40.000. Könnte gut sein. Ja. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, rechtzeitig wieder hier oben zu sein. Wenn oder bis der Drescher voll ist. Müssen wir uns halt beeilen. Aber das kriegen wir, denke ich mal, hin. Und ansonsten muss er halt mal ein Minütchen stehen bleiben. Das macht ja auch nichts. Es sind ja keine gemieteten Maschinen, also die gehören ja uns. Das sind halt nur, dass uns der Helfer ein bisschen was kostet, aber egal. Also wir sagen wir so, wir kriegen 8.600 rein, wir haben ihn bis 3.000 leer gemacht. Das heißt, 5.600 würden reingehen oder bis er voll ist. Die Hälfte wären 2.800. Das heißt also bei 5,8 müssten wir eigentlich unten sein und leer sein. Ja. Wird. Oh, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Ah, so wird es dann erst recht nichts. Oh. Mann. Jetzt müsste ja auch noch abgeladen werden. So, und weiter. Dann ist jetzt auch noch die Frage, wie weit wir jetzt fahren müssen, um ihn dann zu erreichen auf dem Feld. Ja, das sind immer so diese Wettrennen gegen den Helfer. Macht ja ab und zu mal auch ganz Spaß, finde ich. Und dann gucken wir mal, jetzt haben wir auch noch Verkehr hier. Schaffen. Oh nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir es jetzt? Nein, da kommt wieder einer. So, aber jetzt. Ha, und wir haben das locker geschafft. Guck mal, der ist erst bei 87%. Ha. Aber dann würde ich sagen, dass wir trotzdem eben jetzt schon mal abtanken. Und dann kann ich nämlich andere Sachen machen. So, komm. Genau. Der Wasserbucher, genau. Einmal zur Flüssigdüngerproduktion rüber. Dann möchte ich heute mal so ein bisschen den Hof aufräumen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir so ein bisschen umstrukturieren, was die Lagerhallen angeht. Und zwar fangen wir an mit allem, was mit Gras, Stroh und Heu zu tun hat. Das nehmen wir mal mit, das heißt hier einmal die beiden Mähwerke. Ich will einfach die Sachen hier nicht mehr so unter freiem Himmel stehen haben. Das ist so der Hauptgrund. Und wir haben ja einigermaßen viele Lagermöglichkeiten hier. Und deswegen machen wir das. So, die Sachen kommen hier drüben in diese Hallen hier rein. Und zwar geht das los hier mit dem
Frontmähwerk. Das Heckmähwerk packen wir davor. So. Dann, was haben wir denn noch hier Schönes? Wir haben den Schwader, wir haben den, genau, den Schwader. Das wird das nächste sein. Kommt der Schwader, da kommt die Ballenpresse und der Ladewagen. Die kommen alle noch da unten rein. So, das ist jetzt wieder mit am schwierigsten, weil irgendwie lässt sich das Ding nicht sehr gut rückwärts fahren. Aber sieht doch einigermaßen gut aus. So. Die Ballenpresse als nächstes. Ne, das war fast getroffen. So, der Drescher ist bei 80%, das heißt, da müssen wir uns auch gleich wieder drum kümmern. Das war der. Ja, jetzt. Oh, jetzt verkeilen wir uns hier auch noch. Oh, das ist nicht gut. Ja, gut. Kommen wir aber noch. Ah, einigermaßen wieder raus. So, der Ladewagen war irgendwo hier oben gestanden, wenn mich nicht alles täuscht. Na, Hundi, wieder Kopf einziehen. Ja, und der Drescher ist voll. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich komme ja auch in wenigen Sekunden. So, ich will nur noch den hier schnell ankoppeln. So. Wo bist du? Hallo? Da hinten. Mm-hmm.
denn da rein? Einen weiter. So, ein Bildchen. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal den Drehschemel-Anhänger, der irgendwie da unten beim Feld 3, 21, irgendwie da unten noch so drei Viertel voll rumgestanden hat. Den müssen wir auch mal leer machen. Und dann gucken wir mal, wo wir den denn abstellen. Was da drin ist noch. Ups, halt. Langsam ranfahren. Auch Weizen. So, dann geht der nämlich auch alles mal ins Lager. Gut, dann räumen wir den auch mal auf. Ich weiß auch schon, wo der hinkommt, beziehungsweise wo die Anhänger hinkommen. Nämlich hier hin. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen tricksen können mit dem. Ups. Weil ich keine Lust habe, mit dem Drehschemel rückwärts zu fahren. Oder nicht zu weit rückwärts zu fahren, sagen wir es mal so. Dann stellen wir, jetzt muss ich mal überlegen, wie war das. Passt schon so. So, das wird also hier unser Hängerabstellplatz. Dann kommt jetzt der Kleine hier. Der kommt hier daneben reingestellt. So einigermaßen halt. Und dann muss noch hier die beiden Geräte hier, Pflug und Sämaschine, die kommen nach drüben. So, einmal in die Parkposition stellen bitte. Der Drescher ist schon wieder voll. Mamma mia. Ui. Aber genau hier unten. So, ja, gut. Weiter geht's.
Aufräumen muss gemacht werden. So, dann kommen wir nämlich das Gerät hier. Hier mit rein. Daneben packen wir unsere... Ah, jetzt wird er durch ein Objekt blockiert. Ja, das ist mir klar gewesen. Ich bin schon weg. Kannst du weiterfahren? So. Hier, Spritze. Die packen wir hier neben dem Flug. Da passt dann durchaus noch die kleine Seemaschine, die wir ja in der letzten Folge gekauft haben. Upsa. Den wir in der letzten Folge gekauft haben, die dürfte da noch daneben passen. So, dann kommt hier der Überlader. Der geht auch mit rüber. Dann haben wir es ja schon so ziemlich wieder einigermaßen in Ordnung gebracht hier. So, der steht. Dann kommt das große Ding hier. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir das Schneidwerk vom Drescher, das jetzt da oben liegt, dass wir das dann noch mal wegholen. Das können wir aber erst machen, wenn wir einen Drescher frei haben. Dann gucken wir mal, wo wir den Drescher noch unterbringen. Na, auf jeden Fall kommt das hier erstmal. Oh je. Yeah. Sehr gut, dann machen wir den mal aus und wir gucken mal, wie sieht es denn hier aus. Ja, du kommst auch so langsam aber sicher dem Ende näher. Das ist sehr, sehr gut so. Dann hältst du jetzt mal kurz an, weil ich will dich abtanken. Komm, Röhrchen raus. So, dann machen wir mal noch so ein Querding. Hier einmal Milch nachfüllen. Dann, das ist immer noch nicht ganz voll, das auch nicht. Dann ist nur die eine hier. Ui, na.
Ja, da ist auch schon einig. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 Stück, wenn ich jetzt so grob überflogen habe. Ja. Gut. Gucken wir nochmal bei den Tieren. 99%, 100%. Der Hund hat 99%, die Kühe haben 100%. Was will man mehr? Es läuft. Jo, aber dann würde ich sagen, dass wir erstmal für heute Schluss machen und wir sehen uns dann morgen um 5 zur nächsten Folge hier von der Hofbergmann Reloaded. Bis dahin, macht es gut und lasst ein Like da.